als unser bestes Landesergebnis, das wir jemals eingefahren haben. Ich glaube, das darf noch halten, auch wenn das musikalisch schon so anmoderiert wird. Aber ich wollte, bevor wir gleich natürlich noch was ganz Wichtiges weiter feiern, euch einmal ganz herzlich danken. Wir haben noch nie einen Wahlkampf gemacht, in dem die Partei so mobilisiert war wie in diesem. Dieser Landesverband, ihr wart alle am Start, alle, die hier drin sind, waren am Start, alle, die nicht mehr reingekommen sind. Achtung, Fegeball. Bevor ich anfange, weil es eben so schön war, nochmal Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Fegeball. Ja, wir wissen nicht, was der Abend noch bringt, aber ich bin erstmal sprachlos. Erstmal danke, dass ihr heute alle da seid. Danke, dass ihr in den letzten Wochen und Monaten für diese genau, Partei. Genau, die ist gerade eben auf die Bühne gegangen und wir hören jetzt sofort rein. Und um jede einzelne Stimme geworben habt. Ich bin total gerührt. Ich habe das schon in den letzten Tagen immer wieder gesagt. Wenn wir gemeinsam unterwegs waren, bei stürmischem Wetter und bei Regen und Hagel und es morgens früh um 6 für die Ersten am Frühverteiler losging und dann hieß es, jetzt machen wir heute Abend aber doch noch mal eine Runde Haustürwahlkampf, da kommt auch kein Mensch hin und dann standen da wieder 15 Leute und gestern aus Baden-Württemberg, aus Thüringen, aus Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß gar nicht, ob ihr noch alle da seid. Unsere Nachbarn aus Schleswig-Holstein und Bremen und Niedersachsen. Es ist wirklich sensationell. Wenn es dabei bleiben sollte, ist es das beste Ergebnis, das Grüne jemals bei einer Landtagswahl geholt haben, nach Winfried. Das nehmen wir uns dann als nächstes vor. Der hat 30 geholt, aber man braucht ja immer noch neue Ziele, die man sich setzt. Und das ist in der Tat überwältigend. Aus einer Regierungssituation, ich weiß nicht, wer von euch gerade hier die Zahlen mitverfolgt hat, mit einer hohen Zufriedenheit für den Senat in den letzten 5 Jahren. Und aus dieser Situation heraus zu sagen, wir greifen an und wir fordern heraus. Wir waren die letzten 2 Jahre immer Zweiter in den Umfragen und da ist es doch völlig klar, dass wir sagen, wir wollen ins Duell und wir wollen die erste Bürgermeisterin stellen. Und ich bin immer noch absolut davon überzeugt, dass es genau richtig war. Denn auf uns war der Fokus, wir haben die anderen vor uns hergetrieben mit unseren Themen, mit dem Klimaschutzthema, mit der Verkehrswende und jetzt auch zuletzt nochmal mit dem Thema offene Gesellschaft, klare Kante gegen Rechts und Hass und Hetze. Und das ist auch euer Erfolg, gerade euer Erfolg, liebe Freundinnen und Freunde, dass wir hier heute sind. Nicht eine hohe Zustimmung für einen rot-grünen Senat. Es gibt vor allem eine überwältigende Zustimmung für einen neuen rot-grünen Senat, aber mit deutlich stärkeren Grünen. Und das wird und muss unser Anspruch jetzt sein. Unsere Themen sind die Themen, die die Stadt bewegen.
Und jetzt wird aber gleich erstmal gefeiert und gefeiert und gefeiert. Und ihr zeigt jetzt gleich mal hier allen Journalistinnen und Journalisten, dass ihr nicht nur Wahlkämpfen kennt, bis die Schwarte kracht, sondern dass ihr auch feiern könnt, bis die Schwarte kracht. Denn auch das können wir am besten. Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich für diese Partei in den letzten Monaten als Bürgermeisterkandidatin durch die Stadt ziehen durfte, um grüne Wählerstimmen werben durfte und dass wir jetzt dieses ja, hoffentlich sensationelle Ergebnis eingefahren haben. Der Abend in der Tat ist noch lang und manchmal hat man um 18 Uhr schon, aber ich glaube, bei uns bleibt der Arm oben und wir feiern weiter. Wir gucken mal, was der Abend noch bringt, aber jetzt bitte feiert, 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 trinkt, esst und vor allem tanzt. Feiert, feiert uns, ihr habt es euch so verdient. Wie gesagt, ich bin so wahnsinnig, wahnsinnig stolz auf diese Partei. Ich war so stolz auf sie in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war ja schon ein bisschen David gegen Goliath, ne? Ich weiß nicht, es sind so viele Neumitglieder da. Ich glaube, ihr erinnert euch gar nicht, was 2015 war, oder? Wisst ihr das noch? Da haben wir 12,3% geholt. Und wir wussten erst so gegen 2030, ob die SPD die absolute Mehrheit holen würde oder nicht. Dann haben wir danach auch gefeiert. Aber da war ein Riesenabstand.